Hallo, meine Lieben. Heute gibt es mal wieder ein Snapchat-Q&A. Und ich liebe Snapchat-Q&As. Und ich möchte nicht lang über irgendwas reden, deswegen fangen wir direkt an. Die erste Frage kommt von Unicorn. Meine Lieblingsgeschäfte und Restaurants sind in den USA. Sorry, dass ich das gerade so komisch gezeigt habe. Ich war anscheinend noch nicht vorbereitet. Meine Lieblingsgeschäfte sind auf jeden Fall Target und Bath & Body Works. Die nächste Frage kommt von Estelle. Mich würde auch sehr interessieren, was du noch alles geplant hast, bis jetzt in Amerika zu machen oder zu unternehmen oder welche Städte du noch sehen willst. Was bei mir an Reisen ansteht, ist, dass meine Eltern mich besuchen kommen in ein paar Tagen. Und da fahren wir nach Philadelphia. Dann möchte ich nächsten Monat nach Boston. Ich möchte noch ein paar Roadtrips machen mit Alena, die ihr ja aus meinem Roadtrip nach Rhode Island Video kennt. Wir haben ganz viel geplant schon und machen noch ganz viel. Dann werde ich die Niagara-Fälle Travel Class machen und ich werde zu einem Yankees-Spiel gehen. Das ist jetzt keine Reise, aber das ist auch was, was ansteht. Und ich glaube, das sind so die nächsten Monate, ja. Die nächste Frage kommt von Jill. Mich würde interessieren, ob du deiner Meinung nach das Richtige gemacht hast mit dem Au-pair-Jahr und ob du dich in deiner Familie wohlfühlst. Ich habe auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Also ich liebe meine Gastfamilie über alles. Bin so happy, die gefunden zu haben. Bin so happy, in diesem Ort zu sein. Es gibt echt nichts, was ich hätte besser machen können. Ich fühle mich total wohl hier und bin sehr froh. Die nächste Frage kommt von Leslie. Ups. Hi, ich wollte wissen, was deine größten Ängste bezüglich Au-pair waren, bevor du nach Amerika geflogen bist und ob die sich dann bewahrheitet haben. Meine größte Angst war, dass ich eine Gastfamilie nicht richtig einschätzen kann. Also, dass ich mit einer Gastfamilie skype und denke, die sind total lieb und dann kommt plötzlich was völlig anderes auf mich zu. Ich liebe meine Gastfamilie, wie gerade gesagt, und dieses hat sich nicht bewahrheitet. So richtig andere größere Ängste hatte ich in dem Sinne gar nicht, muss ich wirklich sagen. Ich hatte halt Angst, dass ich eine Gastfamilie. Also, es war einfach, alle Ängste, die ich hatte, waren auf die Gastfamilie bezogen. Und meine Gastfamilie, mit der habe ich wirklich so viel Glück gehabt. Und ich bin eine von, also von mir und meinen Au-pair-Freundinnen hier, glaube ich, bin ich diejenige, die am meisten zufrieden ist. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich einfach extremst Glück mit meiner Gastfamilie habe oder ob das daran liegt, dass ich ein Mensch bin, der über kleine Details, die vielleicht nicht so toll sind, hinaussehen kann. Auf jeden Fall ist bei mir alles gut und meine Ängste haben sich alle nicht bewahrheitet. Mir geht's hier sehr gut. Die nächste Frage kommt von Lana Grace Au-pair. Und sie muss erst laden. Okay, da. Ich wollte fragen, ob du vorhast, dein Jahr zu verlängern. Und wenn ja, für wie lange? Und ob du bei deiner Host Family bleibst oder zu einem neuen gehst. Ich weiß, ihr möchtet das alles wissen und ich weiß, ich möchte euch das alles erzählen, aber dazu kommt irgendwann ein Video. Sorry, mein Snapchat ruckelt heute so ein bisschen. Ich stelle jetzt einfach mal mehrere Fragen, weil, keine Ahnung, ich finde das voll interessant. Okay, gerne. Zwar isst du meistens mit deiner Host Family oder holst du jetzt für dich auch noch selber was? Wie ist das so? Bei mir ist es meistens so, dass ich alleine esse, weil ich bringe um 7 Uhr die Babys ins Bett und bin dann sozusagen off und dann gehe ich in die Küche und esse, während meine Gasteltern die Jungs ins Bett bringen. Und deswegen esse ich meistens selber. Manchmal hat mein Gastvater oder meine Gastmutter gekocht, dann esse ich einfach das, was sie gemacht haben und sonst mache ich mir einfach schnell irgendwas. Mit den Zusammenessen tue ich eigentlich nicht, weil ich halt schon um 7 Uhr off bin und die essen meistens erst um 9 oder so. Und dann bin ich entweder unterwegs oder liege schon in meinem Bett. Guckst du auch noch zwischendurch deutsches Fernsehen, also so Joko und Klaas oder sowas, oder geht sowas komplett an dir vorbei? Sowas geht echt komplett an mir vorbei. Ich gucke aber generell hier kein Fernsehen so wirklich. Ich gucke viel, viel YouTube. Ich bin eher so, ich gucke so viele YouTuber aus Amerika, England, Australien, Deutschland und deswegen, sowas geht eigentlich voll an mir vorbei. Ich wollte Germany's Next Topmodel und Dschungelcamp verfolgen, aber diese Livestreams, die man über
ProSieben Now, RTL Now und so gucken kann, die gehen hier nicht. Der zeigt mir immer an, ja, in den USA nicht verfügbar. Deswegen geht alles an mir vorbei. Würdest du Au-pair generell weiterempfehlen und wenn ja, an wen? Also welche Qualifications oder so sollte man halt vielleicht haben? Ich will aber nicht die ganzen Videos gleichzeitig zeigen, sonst vergesse ich die Fragen. Ich würde Au-pair generell auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich finde, das ist die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Obwohl es ziemlich viele Dinge gibt, die daran schwer sind und so. Man muss eine bestimmte Person sein, um Au-pair zu machen und da froh drüber zu sein oder sich hier wohlzufühlen. Wenn ihr wollt, kann ich darüber mal ein Video machen. Aber generell, welche Qualifications sollte man haben? Man sollte halt einfach ein Gefühl dafür haben, wie mit Kindern sozusagen eine Verbindung zu kriegen, wenn ihr wisst, wie ich das meine. Wenn man jetzt schon tausendmal Babysitting gemacht hat, aber man merkt, das ist jetzt einfach nicht so toll, man macht das nur, um seine Stunden zusammenzukriegen und irgendwie hat man noch keine richtige Kontakt oder keine richtige Bindung zu diesen Kindern, dann ist das nichts für einen. Also man muss wirklich mit Kindern reden und spielen können und die lieb haben können und einfach wirklich ein Gefühl dafür zu haben, was ein Kind möchte und wie sich ein Kind fühlt, wenn man in bestimmter Art mit dem redet, wenn das irgendwie Sinn für euch macht, was ich hier gerade erzähle. Aber ich finde, man muss nicht unbedingt eine gewisse Erfahrung haben, also was Gewisses gelernt haben oder so, sondern ich finde, man muss einfach nur dieses Gefühl, diese Nähe zu Kindern haben. Hast du manchmal Heimweh und wenn ja, wie gehst du damit um und was machst du dann, damit es vielleicht ein bisschen besser wird? Ich habe einfach mal eine Frage ergänzt. Ich habe noch kein richtiges Heimweh gehabt, worüber ich froh bin. Ich habe jetzt, da ich 8 Monate hier bin, langsam dieses Gefühl, oh mein Gott, ich freue mich schon richtig, auch mal wieder nach Deutschland zu kommen. Irgendwann. Ich vermisse es auf jeden Fall. Ich vermisse Drogeriemärkte, ich vermisse Döner, Brötchen, sowas alles. Und ich vermisse natürlich meine Familie, die mich diese Woche besuchen kommt. Und ich vermisse meine Freunde und ich vermisse einfach mein Leben schon. Aber ich finde, dass ich hier halt nur eine limitierte Anzahl von Tagen habe. Und deswegen, ich weiß, ich bin irgendwann wieder in meinem alten Leben zurück. Ich brauche das nicht. Ich brauche kein Heimweh zu haben in dem Sinne. Sondern ich weiß, irgendwann bin ich wieder zurück und ich will das hier genießen. Und deswegen, ich habe nicht wirklich mit Heimweh zu kämpfen gehabt, bis auf diese kurze Kulturschockphase, auf die ich schon in ein paar Videos mal eingegangen bin. Marie fragt. Und zwar wollte ich mal fragen, spielt die Englischnote im Abitur eine wichtige Rolle für die Aufnahme in Organisationen zum Au-pair werden? Nee, die Englischnote in Englisch hat gar nichts irgendwie dazu zu sagen. Man macht ja dieses Interview und da redet man ja teilweise auf Englisch mit der Interviewerin und das wird eher so bewertet, sage ich mal. Aber viele Au-pairs machen ja, oder viele Mädchen machen ja Au-pair, um Englisch zu verbessern. Deswegen, selbst wenn die Note schlecht ist und selbst wenn man jetzt noch nicht so ein tolles Englisch kann, ist das gar nicht so schlimm. Es ist nicht so, dass man, wenn man nicht perfekt Englisch spricht, dass es dann eine Chance gibt, dass man gar nicht erst angenommen wird oder so. Lina fragt. Hi, also ich wollte dich mal fragen, was wäre dein Traumort in Amerika gewesen, wo du am liebsten hingegangen wärst als Au-pair? Voll die Hübsche. Mein Traumort, und ich glaube, das ist bei jedem so, ich sag das so ungern, aber Kalifornien ist wirklich schon so der Top-Ort, sag ich mal. Einfach nur, weil es dort so warm ist, weil die Leute so gechillt sind und es einfach viele Städte gibt, die dort cool sind. Und deswegen, Kalifornien wäre schon echt geil. Aber dort gibt es nicht viele Au-pairs und auch keine große Chance, da überhaupt hinzukommen. Florida wäre auch echt geil. Lisanne fragt. Lisanne oder Lisanne? Ich wollte fragen, ob man den Führerschein aus Deutschland ganz normal für die USA benutzen kann oder ob man da noch irgendwas beachten muss. Den Führerschein von Deutschland kann man nicht benutzen in den USA. Man muss einen internationalen kaufen sozusagen. Das geht ganz einfach, man muss nur bezahlen und kriegt den, also von Deutschland aus. Was man auch machen kann, ist hier hinfahren und dann einen State Driver's License sich zu holen, also einen Führerschein für seinen Staat. Das habe ich auch gemacht, weil meine Gastfamilie dadurch Rabatt auf die Autoversicherung bekommen hat. Das hat mich ein bisschen Geld gekostet, ich musste nicht nochmal einen Test
machen, Test, eine Prüfung. Ich musste nicht nochmal eine Autofahrprüfung machen oder so, sondern ich habe einfach nur bezahlt und den bekommen. Jeku 00 fragt. Hi, ich wollte fragen, ob du schon geplant hast, wo du im Reisemonat hingehen möchtest und wenn ja, wohin gehst du denn? Dazu kann ich bisher nur sagen, dass ich dafür noch nichts geplant habe. Das war's, das waren all eure Fragen. Danke für die Fragen. Ich finde es immer wieder schön, eure Gesichter zu sehen. Ein paar von euch fragen mich schon öfters was und dann kenne ich schon eure Gesichter und weiß, wer mir so ungefähr zuguckt. Und das finde ich ganz cool. Folgt mir auf jeden Fall auf Snapchat, wenn ihr es noch nicht habt. Mein Snapchat ist officialjolly. Da ist mein cooles, bewegendes Bild. Dort poste ich fast regelmäßig Stories, mal mehr, mal weniger. Aber generell sage ich dort auch immer, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, wenn ich ein Snapchat Q&A drehe, wenn ich ein YouNow mache, einfach solche Sachen. Ihr seid einfach immer up to date und es gibt auch ein paar Infos, die ich euch dort gebe, die ich euch auf YouTube erst viel später gebe. Und ihr könnt meine Reisen sozusagen live mitverfolgen und müsst nicht auf das Video warten. Deswegen folgt mir auf Snapchat, ich rede immer gerne mit euch und wir sehen uns dann im nächsten Video.